Willkommen zurück zum Nothing Else Matters Tutorial. Ich bin der Hannes und du bist bei werdemusiker.de und jetzt zeige ich dir das Outro von Nothing Else Matters. Ähnelt dem Intro relativ stark, dreht sich dann ein paar Mal im Kreis. Das könnt ihr dann nach Belieben auch ein paar Mal mehr machen und werdet dabei aber einfach immer ein bisschen leiser und leiser, bis es schließlich ausklingt. Also, ihr fangt an mit E und E-Saite. G, H, E, H, G, E, G, H. Und dann siebter Bund auf der E-Saite mit dem Ringfinger wieder. Und dann E-Saite und E-Saite. Dann wieder H- und E-Saite gleichzeitig mit dem Ringfinger im siebten Bund. Dann mit der H- und E-Saite gleichzeitig und dem kleinen Finger im achten Bund. Und dann siebter Bund, Ringfinger, Hammer-on in den achten, dem kleinen Finger, Pull-off, wieder in den siebten Bund, Pull-off in den fünften Bund. Siebter Bund, fünfter Bund, Slide raus sozusagen. Macht ihr den Slide und kurz bevor ihr hier am Ende der Gitarre angekommen seid, müsst ihr das genauso timen, dass dann wieder die beiden E-Saiten gezupft werden. Nochmal ab der Stelle im siebten Bund. Bund und dann beide Seiten zusammen. H, G, Pull-off vom siebten. H, G, E, G. Und jetzt beide Seiten zusammen. H und E, siebter Bund, Ringfinger, kleiner Finger, Ringfinger, Hammer-on, Pull-off, Pull-off, gezupft, Ringfinger, Zeigefinger, fünfter Bund. War's. Nothing Else Matters von Metallica. Wenn ihr jetzt einen zweiten Gitarristen noch im Schlepptau haben solltet, gibt es ein paar Stellen, wo ihr in der Originalaufnahme oder auch in der Live-Version zwei verschiedene Gitarren hört, die was Unterschiedliches spielen und dann zusammen verschmelzen zu einem breiten Sound. Das habt ihr zum Beispiel im Intro. Ihr erinnert euch vielleicht noch, in den ersten Teilen habe ich euch das Intro vorgestellt. Spielt die zweite Gitarre folgendes. Es ist rhythmisch ein wenig versetzt, also habt ihr. Und
gerade sozusagen Gitarre 1 und 2 gleichzeitig gespielt. Den Part, den die zweite Gitarre da übernimmt, ist bei dem E-Moll Zeigefinger im 7. Bund auf der E-Seite, den Mittelfinger im 8. Bund auf der H-Seite und den Ringfinger im 9. Bund auf der G-Seite. Also. Dann beim D-Dur-Griff spielt ihr dann Zeigefinger im 5. Bund auf der E-Seite, den kleinen Finger im 7. Bund auf der H-Seite und den Ringfinger im 7. Bund auf der G-Seite. Das gleiche dann 2 Bünde tiefer. Und dann kommt im 3. Bund auf der E- und H-Seite der Zeigefinger und der Mittelfinger im 4. Bund auf der G-Seite. Beim G-Dur. Und beim H7 spielt die zweite Gitarre dann mit dem Zeigefinger auf der E-Seite im 2. Bund und auf der G-Seite im 2. Bund und der kleine Finger im 4. Bund auf der H-Seite. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß und hast was mitnehmen können. Ist auf jeden Fall ein super geiler Song. Ich freue mich über jede Anregung, die du zu diesen Videos hast. Und wenn du Fragen hast, schick einfach eine Nachricht. Bis dann.